Hey ho, meine Lieben, mittlerweile, ich glaube, kurz vor eins. Bin heute nicht in die Puschen gekommen, ist auch egal. Draußen am Pavillon mache ich heute auch nichts, aber ich bin da noch nicht fertig. Ihr seid doch alles unken. wenn ich fertig bin, wird das Ding definitiv den Winter überleben. Lasst euch überraschen, was ich da noch alles vorhab. Ein, zwei Kommentare waren dabei. Ja, damit konnte ich was anfangen. Zum Beispiel das, wo es geheißen hat, in der Mitte, dass es zusammenknickt oder knicken könnte. Ja, da kommt auch noch eine Verstärkung rein. Und so wächst ein Wasser oben. Ich schaue ja, dass ich die Plane ziemlich spann, dass Wasser direkt ablaufen kann. Jo, was mache ich heute? Zum einen hinten die Verblendung festschrauben. Um Oskar rum, da habe ich mir heute extra noch Schröppchen von zu Hause mitgebracht. Und dann außenrum die Verblendung habe ich mir die Sägeschablone von der Manu ausgeliehen und hoffe, dass ich es endlich einmal schaffe, so einen Schmander richtig zu sägen. Aber das sehen wir nachher. Ich werde jetzt einfach mal loslegen. Das da hinten ist eigentlich schon mein Tagesziel heute. Mehr will ich heute gar nicht fertig bringen. Also es kann sein, nach der nächsten Szene ist es schon fertig und das war's dann. Dann ist es so, Leute. Ich zeig's euch auf alle Fälle dann. Oder wenn ich was weitergemacht habe. Das erste Stück sieht gar nicht so schlecht gesägt aus. Jetzt hoffe ich bloß, dass ich die anderen auch so hinbringe. Ja, schauen wir mal. Hoffentlich reicht die Leiste aus. Also es scheint so, als ob ich richtig gesägt hätte. Ja, dann werde ich das mal hinten hinspaxen. Ha, genau genommen habe ich meine Tagesaufgabe für mich schon erfüllt. Und das zeige ich euch jetzt schnell. Ich habe hier jetzt noch die Blechabdeckung drüber geschraubt. Hier die Umrandung hingemacht. Jetzt sieht das Ganze auch ein bisschen sauberer aus. Ja, und ja, soweit würde ich mal sagen, ist das Ding jetzt komplett einsatzbereit. Jetzt bin ich damit zufrieden. Tja, werde ich mir vielleicht doch noch Panzertape schnappen. Und da draußen noch ein bisschen tapen. Und überlegen. Und machen und tun. Schauen wir mal, dann sehen wir schon, so wie gestern. Also, ich werde oben entlang die komplette Kante noch mit diesen Dachpaneelschrauben noch ein bisschen weiter verschrauben. Die halten auch so weit im Blech, also in der Stangen, ohne Probleme. Und dann werde ich noch eben zusätzliche Stützen reinbringen, dass die Dinger in der Mitte abgestützt sind. Und dann sollte da nichts passieren über den Winter. Wenn jetzt alles noch zugetaped ist, zusätzlich mit Panzertape, das gibt noch zusätzlich etwas Stabilität. Ja, und wir werden sehen, wenn es zusammenbricht, dann habe ich Pech gehabt. Wenn es hält, habt ihr umsonst im Vorfeld geheult. Ja, ich hoffe natürlich, dass es den Winter übersteht und nach dem Winter schmeiße ich es dann weg. Naja, wir werden sehen. Vielleicht kommt ja auch im November, Dezember schon irgendwas, was ich da hinbauen kann. Man kann ja nie wissen. Aber dazu, ja, erst im November mehr. Leute, ich rauche jetzt noch gemütlich eine, trinke meine Kohledose aus und ja, dann werde ich wieder heimfahren. Das war's für heute. Mehr habe ich nicht vorgehabt. Ich bin zufrieden. Mein Seelenheil ist heute wieder hergestellt. Und ich freue mich nachher aufs Essen zu Hause. Ja, leider ohne Video. Aber wie gesagt, wir haben ja noch geplant, dass wir hier draußen noch was machen nächste Woche.